So top, oder? Zeig lieber das Space Shuttle. Spoiler das UFO nicht. Ah ja, okay. Ja, es ist ein Argument. Könnte man so nehmen. Freunde, geht los. Gustav, hau jetzt erstmal einen Host für 216 Leute raus. Dankeschön, mein lieber Gustav. Vielen herzlichen Dank. Schmeckt? Erstmal Neustart. Ja, ist direkt zum richtigen Zeitpunkt. Ich muss jetzt gerade mein selbstgebautes Level schaffen, damit es hochgeladen wird. Das wird jetzt aber Blut, Schweiß und Tränen geben. So, Freunde, auf geht's. Wie schnell wir das schaffen, ist ja irrelevant. Boah. Nee. Aber wir müssen das schaffen. Wir müssen es schaffen. Sonst wird das Level nicht veröffentlicht. Boah. wieso hat Gustav eigentlich keinen VIP-Status hier? Was ist das? Das ist frech. So. Na komm. Okay, Münze über Säge ist blöd, weil kriegt man nicht. Scheiß auf die Säge, die braucht man eh nicht. Ach so, man kommt ja hier. Oh. Oh shit. Boah! Nee! Bruder, nicht ganz runterfallen! Nein! So, hier war die Stelle. Man konnte tatsächlich von hier da hoch. Ja! Komplett da oben hinspringen. Das war ehrlich gesagt nicht der Sinn der Sache. Machen wir es so. Also Freunde, man muss es ja auch schaffen. Ich finde, ich wollte jetzt auch kein krankes Level machen, wo irgendwie nur 0,04% Abschlussrate. Aber ich finde, aber ihr dürft halt auch nicht vergessen, ne? Erstens habe ich halt als Levelbauer weiß ja auch erstmal, was kommt. Ich weiß, wie man die Sprünge timen muss. Das hat halt jemand, der, nice, GG. Okay, nochmal. Also die Lava ist jetzt, also die hinterlässt dir aber auch wirklich keine Zeit. Also rumtrödeln darfst du nicht. Das ist giftiger Weltraumnebel-Livestream. Das ist außerdem kein... Nein! Machen das jetzt. Nice. Oh nee, Livestream, was ist denn los? Oh, am eigenen Level so verzweifeln hier. Das geht aber nicht. Aber ist gut mit dem Gift, oder? Also ich finde, das hat genau den richtigen... Vor allen Dingen finde ich das geil... Dadurch, dass du in das Raumschiff steigst, man denkt so, man muss irgendwie dieser Lava entkommen. Das hatte ich bei Bram aber auch, diese Scheiße mit diesen blöden Koopas. Dass du denen gegen den Panzer springst und dann stirbst. Diese komischen Schwingdinger machen wir auf Safe. Das überlasse ich euch da, die Maximalzeit rauszuholen. Ich werde das Level einfach auf Safe machen. Den Rest überlasse ich den Freaks da draußen. Boah! Das mit der Lava ist richtig schwer, Livestream. Das ist richtig schwer. War voll dumm, dass man das Level selber schaffen muss, um das hochzuladen. Mann! Ich hab's doch quasi geschafft. Boah, dann kommt noch der zweite Teil in dem scheiß Level, ey. Oh. Komm. Nein! Alter, ist das eklig! Oh Mann, boah, aber es gefällt mir. Es gefällt mir. Ich finde, es ist ein Schwierigkeitsgrad, der ist machbar. Der ist, ich finde es schwer, aber ich finde es auch ganz geil irgendwie. Also irgendwie macht mich das Level schon ein bisschen an auch. Das ist geil. So schafft man es. So schafft man es. Eine Ebene tiefer wird es, glaube ich, zu knapp. So, ich mache das jetzt hier ganz safe. Ich meine, man kann auch einen anderen Weg nehmen. Aber das überlasse ich den Freaks. Oh, oh.
Ja, da ist Flow drin. Da ist Flow drin. Ich finde auch Flow nicht unwichtig. Bei den komischen Wackeldingern da, bei diesen Greifhaken, geht der Flow ein bisschen wieder raus. Ich meine, je mehr ich sie spiele... desto mehr denke ich mir, so krass schwer ist die nicht. Ich mach das jetzt hier safe, ja? Oh, da war das Ziel, Mann. Das gibt's auch gar nicht. Es kann nicht sein, Mann. Es kann nicht sein, Freunde. Oh. Ja, entspannt. Wir schaffen das schon. Wir schaffen das schon. Ich meine, das war gerade das Ende, ja. Wie gesagt, das hier, finde ich, ist eine geile Stelle für Speedrunner, die sich einfach denken, komm, Alter, ich versuche jetzt noch das Maximum rauszuholen. Aber ich denke mir einfach, who cares, ja. Also man kann da easy peasy, glaube ich, in 40 oder 30 Sekunden kann man da durch, oder? Bitte gib bei der Beschreibung ein. Mario muss los. Level wird hochgeladen. Also das Level finde ich jetzt noch schöner als das andere. So, liebe Freunde, das ist der Code. Wenn ihr also Bock habt, das Level selbst zu zocken, dann do it. Ihr seid herzlich eingeladen, euch an dieser Challenge zu versuchen, ja?